Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Runde Islands, heute mit einer Besonderheit. Hallo! Genau, wir sind zu zweit im Koop-Modus. Wir testen jetzt den Koop-Modus. Also zunächst konnte ich auf jeden Fall schon mal... Was machst du da? Ich baue eine Höhle. Du baust eine Höhle? Ja. Du weißt schon, dass das nicht so tief runter geht. Ne? Guck mal, siehst du ja, ne? Wie tief, ne? Aber lustige Idee, ja, versuch doch einfach. Ja, ja, du kannst ja das da, was du oben abbaust, kannst du unten wieder dran bauen, ne? Ja. So ist es ja nicht. Guck mal, wie tief es geht. Okay, ist tief genug. Okay. Also, man hat ja auch immer so diese Quests. Die nimmst du am besten schon einmal an. Ich hab schon eine Quest. Also. Also hier haben wir auf jeden Fall schon mal was zu tun. Warum arbeitet der ganz von selber? Was macht der hier? Der rastet hier vollkommen aus bei mir. Also genau, auf jeden Fall haben wir... Ich hab sowas gebaut. Jetzt den Koop-Modus gestartet. Wir sind also gemeinsam auf einer Insel mit denselben Rechten. Ja. Mit denselben Rechten und Pflichten natürlich. Und ihr seht schon, Mika ist da schon voll dabei. Und ich habe jetzt schon meine erste Pickaxe hier. Ich auch. Und dann habe ich vielleicht sogar jetzt ein neues Quest. Mal gucken. Die Quest muss man auf jeden Fall immer machen. Ja. Mindestens am Anfang. Auch später hat man so seine Vorteile. Mika baut jetzt die Brücke da unten ab. Das ist schau mal, wie es halt aussieht. Komm mal rein. Sehen es ja auch. Zoom mal rein, dann sehen das alle. Ja, also ich muss sagen, die Idee Gesundheit. Die habe ich tatsächlich nicht gehabt mit der Höhle. Danke. Aber eine Sache. Ja. Ich muss da hinten irgendwie rüber. Dann soll ich das rein einfach. Nein, das Problem ist nicht. Ich mache einfach ein paar. Weißt du was? Ich nehme das Holz. Keine Sorge, mach du da weiter. Du brauchst dein Zeug ja noch, um nach unten hin weiterzubauen, vielleicht. Okay, du meinst. Okay, andererseits kannst du es natürlich auch so machen, das reicht mir auch. Ach, okay, so geht's auch. So, also das Beste, weil wir haben ja jetzt wieder hier... Oh, habe ich den kaputt gemacht? Nein. Wir haben ja jetzt hier wieder unsere Bäume und so weiter. Wir bauen uns direkt die Farm hier hin. Eine Baumfarm, also sind wir nur am Laufen. Da unten haben wir sogar schon direkt ein Feld. Wollen wir schon machen, ich würde sagen, aber da kommt unsere Base hin, unter dieser Höhle, okay? Diese Höhle wird unsere Base, okay, Papa? Die Idee finde ich cool, Bau. Okay. Finde ich eine geile Idee, muss ich ehrlich sagen. Ein bisschen enttäuscht, dass ich nicht selbst drauf gekommen bin, aber vor allem, da wir bei Ark immer Höhlen gesucht haben. Das war am Anfang unser erstes Ziel, uns eine vernünftige Höhle zu cachen. So. Aber ich hatte die Idee. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall auch schon unsere Büsche. Ich habe letztens schon sehr viel vor. Ja, ich auch. Ich bin schon voll dabei. Ich auch. Ich will nämlich die Höhle sehr vergrößern. Also wir brauchen ja schon so Grundmaterialien. Ja, auf jeden Fall. Was ist das denn für ein Baum? So, also ihr wisst wahrscheinlich, was ich gerade hier wieder mit den Bäumchen hier vorhabe. Warte mal, eine Frage. Das heißt, du hast das Spiel, weiß ich nicht, wie viele Stunden gespielt und bist noch gar nicht auf der Idee gekommen, eine Höhle zu bauen. Lustig, ne? Ja. Also wir machen uns auf jeden Fall hier diesen Busch. Den stelle ich da hinten hin zu dem Feld. Ich habe jetzt nicht so viel Material. Das heißt, jetzt nutze ich erstmal den Platz, den ich hier habe. So, das kommt da hinten hin. Wo ist unser Busch? Kein Platz mehr. Wir haben kein Platz mehr. Roadberry Seed. Dann machen wir wieder, keine Ahnung, irgendwie an der Seite ein paar. Erst mal ein bisschen zusammen. Wir müssen auf jeden Fall Zeit sparen, indem wir Platz sparen. Kann man hier eigentlich noch Werkbänke und sowas bauen? Ja. Ah gut, dann kann man wirklich also, was bauen. Du kannst hier so krass viele bauen bei dem Spiel. Oh, diese Teile brauche ich sogar auch, die du da gerade abbaust. Die hole ich mir jetzt. Weil ich kann uns unter der Höhle eine riesige Farm bauen. Ich habe so eine Idee wie... Deswegen. Also Mika, ja? Ich will dich jetzt nicht kritisieren oder sowas. Ne? Wirklich, ja. Weil du gibst dir so viel Mühe. Ich finde das richtig schön. Ja. Aber weißt du... Guck mal, wenn du hier runter baust. Ne? Guck mal bei mir auf dem Bildschirm. Ja, ich habe es schon gemerkt, deswegen... Guck
Guck mal, was hier für ein fetter Platz ist. Mal abgesehen davon, dass da sogar schon Luft ist. Da siehst du das da unten? Ja, Papa, aber ich habe jetzt keinen Bock, die Hülle wieder fertig wegzubauen. Deswegen bin ich zu faul dafür. Also. Das ist ja nicht schlimm. Brauchen wir nur hier oben diese 6 Kästchen zu schließen, kannst du hier weitermachen. Nein, das mache ich da weiter. Das brauche ich da. Stopp, was machst du? Baust das hier alles ab? Ich brauche nämlich ein paar von den grünen Blöcken. Ja, ich brauche ein paar grüne Blöcke. Achso, ja, dann mache ich mit, ja. Notfalls können wir nachher noch welche kaufen. Ich baue da unten gerade eine riesige Farm für uns, also heiß ja nicht so. War das deine? Guck mal, wenn er das macht, dann haut er auch immer weiter. Der hat mir ein Dings da. Guck mal bei mir auf dem Bildschirm, dann siehst du es. Alter, meine Ohren, ich habe sogar Ohrenschmerzen. Warte mal. Kannst du hier deine Farm aufbauen? Genau hier. Wo? Bei dir? Warum soll ich denn deine Farm bauen? Ja, falls du hier Pflanzen sammeln kannst. Ich mache das, baue das aber noch ein bisschen größer. Ah, kann man eigentlich da, wo man auch kämpfen kann und so auch Blöcke abbauen oder geht das nur hier? Ne, es geht nur hier, aber diese grünen Blöcke hier, die können wir Ja. zum Beispiel kaufen. Für was? Warte mal, im Moment, Ja. ich rede an, Leute, ich rede so einen Stuss, ne? Ja. Da spiele ich jetzt schon so lange dieses Ja. Spiel, also fast eine Woche. Oder vielleicht 4, 5 Tage. Hust. Nein, natürlich, da gibt es eine Mine. Du kannst auch Blöcke dort abbauen. Da gehe ich dann später hin, weil ich müsste uns eine Farm bauen. Weil, guck mal, du pflanzt welche manchmal was an. Dann könntest du doch dann. Manchmal, ja. Ja, kann ich doch daraus hin platzieren. Ich habe schon gesehen, was du da aufgehört. Mika? Ja. Eine Sache. Ey, weißt du was? Kann man eigentlich jetzt nochmal nachträglich? Eins, wir wollen schon mal Koop-Modus hier testen. Ja. Koop with Friends. Du kannst sogar noch im Nachhinein noch neue Leute einladen jetzt, ne? Ja, meine Ey, weißt du, was Freunde. Stuss ist? Warum habe ich nicht von Anfang an meine verdammte Insel als Koop-Modus genommen? Wieso hast du eigentlich, was kann man mit der Kuh hier machen eigentlich? Da kannst du dein Tierpflegelevel immer weiter skillen, wenn du hier drauf drückst, wenn sie in der Haustür steht. Du kannst dir ihr Futter geben, also Stroh. Dann geht das auch wieder ein bisschen höher, weil die hat bestimmt auch irgendwann Hunger. Ja. Und irgendwann mal in 1000 Jahren, wenn dein Tierpflegelevel ganz hoch ist, da kannst du dir auch sogar ein Pferd holen. Die kannst du auch züchten, die Tiere. Kannst du auch machen. Okay. Die kannst du dann auf ein höheres Level züchten, dann sind die dann wertvoll. Boah, also du bist nicht gut dabei. Ja. Also das Ding ist, ich habe immer noch diese blöde Holzspitzhacke hier, ne? Ja, das ist kacke. Ich habe auch diese Holzspitzhacke. Wie kriegt man denn was anderes? Pass auf, mein Ziel ist es übrigens, hier eine richtig schön gerade Fläche zu machen, wenn das okay ist für dich. Ja. Solange. Dann hat man wenigstens auch ein paar tausend kostenlose Blöcke und ein großes Baufeld. Da kannst du gerne machen. Ich baue mir hier gerade die Höhle. Also wenn du irgendwann was anpflanzen willst, ich baue jetzt hier schön eine Farm für uns. Aber bitte, wenn ich nicht mehr da bin, bitte, bitte, bitte baue hier bei der Höhle nicht weiter. Die müsste ich gerne Also ich aufbauen. brauche eine Baumfarm auf der Seite, da wo du bist vielleicht. Ich mache 2 Farmen. Ich Wenn du will. nicht da bist, wenn du da, du kannst zu Hause auch dich einfach hier einloggen und spielen. Ja, trotzdem. Hier, ich meine die bei der Höhle, da würde ich gerne mit dir reden. So. Okay, du kannst ja aussuchen, ob das erstmal die Baumfarm wird oder die Streufarm. Kannst du dir aussuchen. Ja. Reicht die vielleicht oder soll ich noch ein bisschen Nö, nee, das groß reicht für machen? mich, danke. Okay, was willst du hier erstmal hin machen? Bäume. Okay, dann baue ich jetzt Ich noch zeig ein. dir mal, wie man das am besten macht. Das habe ich nämlich auch gelernt von einem Spieler. Ich werde. Ach so, ja. Weil, guck mal, pass auf, jetzt hast du nämlich nur so eine ganz kleine Fläche hier, ne? Ja. Und jetzt wartest du einfach. Wenn der erste wächst, dann geht er dann relativ schnell. Ja. Dann wächst der. So, und dann hackst du den ab. Dann wächst der nächste, hackst den ab. Weil, wenn du das so weit auseinanderbaust, zum Beispiel auf der Insel, dann musst du mal voll viel laufen, weißt du? Ja. Und so spart man sich das. Hier brauchen wir übrigens Eisen. Da können wir dann auch das upgraden. Das ist in der Mine. Warte, können wir schon eine Metall. Ne, können wir noch nicht. Dann brauchen wir auch noch das Eisen vermutlich. Ja, es geht echt nur die Spitzhacke. Schütte. Ja, machen wir aber erstmal hier, bevor wir direkt in der nächsten Welt gehen, oder? Ja, klar. Machen wir erstmal hier. Ziehen wir erstmal glatt. Ich muss sowieso glatt gezogen werden noch. Ja gut, ich meine, mit der Metallspitzhacke ging das natürlich schneller an als mit Holz. In der Höhle kann man, glaube ich, essen. Also in der Höhle kann man das welche auch so bauen und nächstes hier. Ja, so also Höhle ist auf jeden Fall eine gute Idee, also warum nicht?
So nach unten hinlaufen für zu Hause und so ist eigentlich cool. Die Idee an sich ist gut. Ja, finde ich auch. Boah, das dauert wirklich lange. Du, Mika, soll ich nicht immer einfach zwei Eisen holen und dann. Das soll dann hier Dings ja, hier. Hol eben Eisen. Das soll ich mal wenigstens Dings craften können, ja. Alter. Das ich dauert ja 1000 Jahre. Ja, dann wird ja gar nicht fertig. So, das wäre dann hier nämlich von der Insel aus der Portal hier in die City. Wer das Spiel jetzt noch nicht kennen sollte. Ja, aber das kennen wir jetzt eigentlich. Also alles hoffentlich schon soweit. Können wir zu Mina hingehen, also zu der Mine, zu den Herren hier vorne. Komm, Mika, so markiert ihr die erst dann, ne? Die Anfangsquest. Und können wir dann schon mal anfangen, da zu hacken. Ach, das heißt also die Mine, wo du jetzt hingehst? Genau, durch das Subtor hier bin ich gegangen. Da gibt's auch Gras und alles. Gras kannst du tatsächlich nur kaufen, die doofen Dinger. Diese dummen Grasteile. Deswegen sind die am Anfang so wertvoll. Ja. Deswegen sind die am Anfang so wertvoll. Die brauchst du ja immer, weil ohne diese Grasdinger, nur darauf kannst du anpflanzen. Gut, dann, ja, das heißt, in der Höhle einpflanzen, ganz witzig, ne? Brauchst du eigentlich noch irgendwas anderes, außer eine Weizenfarm? Oh ja, aber doch nicht jetzt sofort. Okay. Immer mit der Ruhe. Das kann ich ja dann später bauen, weil ich will noch eine untere Etage bauen. Ja, also von ihnen haben wir schon mal das Quest, wir sollen Stein abbauen. Natürlich. Dann werden wir das jetzt machen. Ihr könnt hierbei übrigens die Maus im Prinzip gedrückt halten, wenn ihr wollt. Und durchlaufen. Ihr müsst ja also nicht dauernd klicken. Das ist auf jeden Fall, also hier Kohle braucht ihr zum Betreiben von Geräten. Macht natürlich später mehr Sinn mit Totem, aber damit will ich jetzt nicht. Aber es ist immer gut, wenn man mitnimmt, was man so braucht. Ihr levelt ja auch dann immer wieder euren, hier seht ihr da, hier Mining MP. Es gilt dann also im Prinzip immer mit. Was mich jetzt so ein bisschen wundert, ist, dass hier gerade kein Eisen ist. Wobei, so wirklich wundern tut es mich nicht. Was braucht man eigentlich für Gras? Was für ein Material? Wie meinst du das? Was muss man geben? Gold. Ja. Münzen muss man geben dafür. Ja. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie viel die kosten. Ob 10 oder 100. Das aber weiß ich nicht. Ich hoffe, viel Gras für 100. Also für 100 muss schon viel Gras sein. Also es gibt auch immer Möglichkeiten, hier ganz gut Geld zu verdienen. Ne? Jetzt brauche ich noch zwei Gras, ja. Ich habe jetzt gleich übrigens die nächste Farm gebaut. Die Grasfarm. Die andere Farm da. Wenn du da noch eine Farm brauchst. Ich habe hier. Natürlich. Gut, dann habe ich hier noch an der nächsten Ecke und die nächste Farm. Also ich wollte unbedingt Eisen holen, das finde ich hier nur Kohle und Holz und so ein Zeug. Also Holz habe ich schon. Oh. Kohle und Stein und so ein Zeug. Ach, da oben an der Decke hängt Eisen, seht ihr das? Ach, hier unten ist auch Eisen. Ja, ich muss auch Steine abkloppen, ich weiß. Hier ist übrigens das Gute, wer das, wie gesagt, nicht weiß. Das ist ja jetzt hier einfach nur so ein, nicht unbedingt ein Let's Play, sondern eher ein Vater und Sohn zocken jetzt zusammen The Islands. Weil. Das wollt ihr ja sicherlich auch sehen, dass wir beiden das so ein bisschen zusammenspielen. Wie wir hier unsere Abenteuer bestreiten, wie auch immer. Das ist auch zu warm für mich alles hier draußen. Aber auf jeden Fall müsst ihr dabei bleiben, wenn ihr sehen wollt, wie es mit uns beiden weitergeht, wie wir das erste Dungeon überleben oder nicht. Also ich denke, meinem Team kann man das Spiel auf jeden Fall wesentlich besser spielen. Bitte, Mika? Das erste Dungeon überleben, oder nicht? Ja, genau. Und Stein, ist das auch sehr wertvoll? In dieser, oder kann man Stein, ja. Also Stein, ist so, Mika, am Anfang brauchst du dieses Zeug auf jeden Fall alles. Ne? Das ist sonst etwas schwierig. Hier, ja, Eisenspitzhacke kann ich schon erstellen. Also an Stein kannst du zwei erstellen? Ach so, meinst du da? Warte eben ganz kurz, soll ich noch ein bisschen Eisen mitnehmen? Hey, da kann man ja schnell Stein finden, wie ich sehe. Ja, hier gibt es Stein, Kohle und dann noch ein paar andere Steinarten, ein bisschen Metall. Das ist halt hier dieses, hier zum Beispiel hier die Kohle, die brauchst du auf jeden Fall für im Ofen, um zum Beispiel Barren zu schmelzen. Okay. Bietet sich auf jeden Fall an, dann Kohle zu nehmen, weil das
Weil da kriegst du auch viel raus. Und. Schauen wir bei mir, Papa, wie es gerade aussieht. Hier brauche ich dann die nächste Fläche. Hier müsste ich dann für dich die nächste Fläche brauchen. Ah, schön, aber auf Stein kann ich nicht anbauen. Ich weiß, du musst ja erst. Da muss ich aber. Ich muss auch ein Glas da so hin platzieren, dann für den Wasserbaugereich. Ich glaube, ich habe schon mal die nötigsten Sachen so für. Also, wie gesagt, die Spitzhacken, also das Werkzeug kann nicht kaputt gehen, die Waffen können nicht kaputt gehen. Ihr könnt nicht überladen sein. Ein Spieler, derjenige, mit dem ich auch das Video gemacht hatte, hat ja auch noch gesagt, je nachdem, wie stark, leistungsstark euer Rechner ist, kann es natürlich sein, dass der Rechner in die Knie geht, wenn ihr irgendwann das Inventar öffnet und der Milliarden von Sachen da drin habt. Die Möglichkeit besteht halt. Also Ich habe bis jetzt noch nie irgendwo hier bei dem Spiel jemals ein Leck gehabt. Aber wie gesagt, so lange bin ich noch auch nicht dabei. ich glaube, das allererste wird hier, also der Spawnpunkt wird hier richtig unsere Farm werden, Papa. Halt das Gefühl. Naja, das ist auch eine riesige Base. Wurf-Spawnpunkt Farm. Hier ist was schon, hier kannst du auch noch was hin platzieren. Hier baue ich noch was, dass du das hin platzieren kannst. Ja. Es wird noch viel kommen. Ja, Wie kriegt man eigentlich Hi, kommt, Hilfe! Wieso? Kann ich töten? Ich weiß nicht. Oh, das Nietum neben dir noch. Ja, aber das kannst du nicht aufheben. Ja. Habe ich am Anfang auch gedacht. Wollte auch am Anfang hier die Fackeln aufheben, aber geht leider nicht. Okay, wie kriegst du eigentlich die Münzen? Welche Münzen? Die hier oben drin sind im Inventar? Ja, wie kriegt man die Münzen? Also, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, wo ich die habe. Die waren auf einmal da. Du weißt doch, wie man das macht. Ach so, du meinst, wie man Gold verdienen kann? Ja, um was in Shops kaufen. Wie geht das? Also erst einmal sowieso ein bisschen höher spielen insgesamt das Level. Das Combat Level. Ja, ich möchte trotzdem wissen, wo ist denn dieses Teil, das ich mal was kaufen kann? Also ich Der meine, Shop? nein, wo ich was fahren kann, farmen kann, so Geld farmen kann. Wo ist das? Du kannst im Prinzip überall farmen, Mika. Aber Geld. Geld, warte mal, guck mal hier, wenn du jetzt, okay, pass auf, dann anders. Ich glaube, ich weiß, was du möchtest. Guck, wo ich jetzt hier bin, ich gehe mal kurz wieder zurück zu dir, oder beziehungsweise, Ich komm. Komm mal raus, genau. Ja, ich bin schon Ich raus. guck mal kurz, wann wir durch das Portal gehen können, dann zeige ich dir, wo man Geld kriegt. Also das erste Startgeld, hier bin ich am Brunnen, komm mit. Ah ja. Ich zeige es dir. Ich brauche Money, 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 Money. Ich weiß zwar nicht genau, wie wir denen erklären, dass wir mit einer Spitzhacke da stehen, aber es macht nichts. Hoffentlich braucht man dafür kein Level am Anfang. Ich bin da, weiß ja gar nicht mehr, wann ich hier reingegangen bin. Nee, wir können direkt durchlatschen. So, pass auf. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, Geld zu machen. Willst du ins Dungeon? Oder willst du diesen komischen Schleimbob da hinten töten? Was krieg ich bei einem Schleimbock? Geld und komm mit. Das ist doch gut, dann auch um Schleimbock Dann reden. komm mit, das geht schnell. Wait, das ist. Ja, das Dungeon dauert halt doch ein bisschen länger. Ja. Aber du brauchst keine Waffen fürs Dungeon. Die kriegst du dort drin gestellt. Warte mal auf mich. Okay, aber du besser. Hä, warum ist hier kein Schleimbob? Der Schleimbob wird normalerweise immer gerufen. Naja, ich kann ihn rufen, aber wenn keine Hilfe kommt. Ich warte mal, ich rufe den mal an und hoffen wir mal, dass jemand kommt. Warte. Die sehen das jetzt alle? Warte. Alter, die wollen doch sonst immer alle den Bob töten. Die kommen einfach nicht. Das habe ich noch nie erlebt. Nur eine, zwei, da kommen sie jetzt. Da. So, funktioniert eigentlich immer. So, der König da hinten, Ja. wenn der tot ist, droppt er Geld und ich weiß es gar nicht genau. Egal, drauf. Komm, nimm deine Spitzhacke. Spitzhacke. Ach, das geht gar nicht. Habe ich nicht, ich weiß nicht, ob das ich versucht am Anfang. Wir brauchen eigentlich ein Schwert, Mika, aber ist egal, komm, lass mal. Jetzt haben wir ein Problem. Wenn wir da keinen Schaden machen können, dann kriegen wir keine Punkte. Oder? Shitte. Okay. Dann komm, dann gehen wir mal gucken, ob wir eine Waffe bauen können. Okay. Oder erstmal die Spitzhacken. Oder wir gehen durch diesen Tempel hier. Weißt du, was wir machen? Das ist alles wieder in Ruhe. Wir gehen das zusammen wieder weg. Wir können auch die jetzt Dungeon machen. Und wir gehen einfach zu unserer Base. Und Ja. werden dann farmen, bis wir irgendwann mal eine Waffe haben, okay? Okay, guck mal hier drauf drücken, Mika. Ja. Siehst du diesen Button bei mir? Ja, ich sehe es und dann home und dann kommt er. Genau, dann Das kannst du können nach wir jetzt Hause. machen, dann kriegt man
kommt man mal eben nach Hause. Also doof, ey. Ich dachte, vielleicht kann man Spitzhacke oder so auf den Typen draufschlagen. Geht leider nicht, ey. Mal mit Axt. Das dauert nicht. Du brauchst immer nur einen Schlag machen, dann kriegst du auch kompletten Loot und alles. Ja. Boah, es dauert lange und alles. Ist das jetzt sehr schlimm, oder was? Ja, wie was? Ich bin abgestürzt, Papa. Oh, der ist nicht mehr. Oh, ich bin ja da. Okay. So. Weiter. Erstmal die Spitzhacke. Guck, da unten, da siehst du da den Baum, was ich gesagt hatte. Mhm. So, jetzt muss man ein Upgrade machen. So, jetzt gucken wir mal. Guck mal, da sieht es doch schon ganz anders aus hier. Hier können wir sogar auch ein Schwert bauen. Ein Schwert brauche ich. Aber erstmal mache ich hier uns die Steinspitzhacken, vielleicht zwei Stück, oder? Steinspitzhacken, ja. Brauchen wir. Alter, kann man noch nicht traden? Meinst du mit Holgen? Steinspitzhacken. Papa. Was fehlt denn jetzt hier? Warte mal bitte ganz kurz. Orkholz. Okay, das kann ich noch gleich erfahren. Handeln! Ah, wo sind die Spitzhacken eigentlich? Ich verstehe das nicht. Warte mal. Kuh. Heb auf. Da! Siehst du die nicht auf dem Boden? Ah, doch, ja, danke. Bitte. Oh, jetzt habe ich das mir aber Angst gemacht. Ich dachte, das siehst du die noch nicht mal. So, jetzt farm ich ein bisschen für ein Schwert. Und dann haben wir alles. Ey, aber warum wachsen die denn hier so langsam nur? Keine Ahnung. Ah, jetzt. Ich wollte ja auch für dich noch ein Schwert machen, aber. Ja, ich brauche schon eins. Ich brauche auch eins. Ich habe ja schon eins, aber mir fehlt 10 Holz fürs nächste. Ja, das Spiel, da kannst du schon echt ordentlich Zeit verbringen. Das ist so. Hm? Das ist Tatsache so. Das glaube ich dir. Da kannst du wirklich lange. Ich will aber nur in den Shop gehen und einkaufen gehen. Das heißt, ich spare das ein bisschen, dann gehe ich einkaufen und shoppen. Da sind teilweise Preise, die. Der wird so schlecht, ne? Also, du kannst jetzt nicht am Anfang da reinspringen und sagen, ich kaufe jetzt mal ein. Ja, so. Durch machen sie alle 30% Rabatt. Guck einfach, was ein Angebot ist. Viel kostet. Alter, das ist doch keine große Höhle hier. Ja, nach unten bauen kann ich ja nicht irgendwie. Deswegen habe ich mir jetzt so gedacht, wenn ich nicht dann baue ich jetzt so daneben. Ah, Papa, hast du eigentlich zwar daneben schon den Platz ausgenutzt? Du kannst doch was bauen wieder. Da so eine andere Farm. Nö, ich bin doch gar nicht so weit. Ich brauche noch wieder Steine, sehe ich gerade. Sehr schnell bin ich, ja. Ich brauche leider mehr Steine. Steine sind hier noch genug. Ja, aber 36 oder so für das nächste Schwert. Oh. Nee, ich habe Steine, aber ich habe schon 40. Okay, ich habe dir auch die Schildefarbe noch ein bisschen was herbekommen. So, ich habe genug. Hast du ein Schwert? Ja. Achso, ich wollte dir gerade. Ja gut, wenn du eins auch craften kannst, ich habe auch eins. Ist es das eigentlich? Ich habe das Holz gecraftet. Nee, doch nicht. Sieht aus wie ein Schwert bei dir. Ja gut. So, natürlich mal ein paar Schleimboxen, ein bisschen Kohle dazu. Ich bin Geringverdiener. Also ganz viel Geld, wie gesagt, am Anfang kannst du damit machen, dass du durch das Dungeon bretterst. Da gibt es jetzt eine Schatzkiste am Ende. Ja, können die Leute machen da eigentlich auch viele Leute mit bei denen. Ja. Ja. Und dann kannst du halt die Schatzkiste in so einen Shop verkaufen, in den du ja sowieso unbedingt rein willst. Mhm. Und dafür kannst du dann 10 bis 16 Millionen kriegen. Du darfst die aber nicht öffnen, natürlich nicht. 10 bis 16 Millionen? Ja, und dafür wiederum kannst du dann tatsächlich auch was einkaufen wieder. 10 bis 16 Millionen. Das ist viel. Ja, natürlich. Deswegen hat auch jemand in den YouTube-Kommentaren geschrieben, versucht möglichst viele von den Dungeons hintereinander wegzuziehen. Hol dir ein paar von den Kisten, dann hast du ganz schnell 100 Millionen zusammen. Und dann kannst du ordentlich shoppen gehen. Und zwar, das geht leider nur so lange, wie es noch Leute gibt, die das Geld dafür ausgeben. Ich habe nämlich auch gesagt, wofür? Da ist doch gar nichts Gutes drin. Eigentlich lohnt es sich gar nicht, die Runden zu laufen für die Kisten. Hat er gesagt, ja, das ist ein neues Item und deswegen wird es halt gekauft. Aber das sind wirklich keine guten Sachen drin. Das sind nur irgendwelche Statuen, Banner,
noch mehr Statuen. Aber krieg ich eigentlich für diesen Bus auch Geld, Boss? Ist dem Boss hier auch Geld? Ja, da kannst du auf jeden Fall Geld sammeln, aber natürlich keine Millionenbeträge, ne? Ja, weil hier gibt's auch so, da so große Schlagpieser, da das krieg ich nächste. Das Wichtigste daran ist, du kriegst auch Combat Level. Du brauchst Combat Level, also so Kampflevel, um durch die nächsten Tore zu kommen. Und du kommst nicht durch die nächsten Tore mit Combat Level 1. So, und wenn du jetzt zum Beispiel diesen Typen immer wieder wegbretterst, ne? Mhm. Dann hast du ja irgendwann ein höheres Combat Level. Ja, ich hab's schon verstanden. Also ich weiß, was du meinst. Ich habe jetzt auch komplett hier wieder Low Combat Level. Ich habe kein Geld bekommen, Papa, bei dem Boss. Hast du da einmal draufgeschlagen? Ja. Der gibt kein Geld? Also jetzt komme ich mal, warte mal. Der steht wirklich null Diplom. Hey, das ist doch ein Boss. Der Boss gibt immer Geld. Ich bin Geringverdiener hier. Guck den komischen Typen nicht an, dann ist er ein Geringverdiener. Oh ja. Gibt halt nur mal Leute, die verdienen wenig Geld. Und es gibt keinen Grund, sich darüber lustig zu machen. Ich bin ja hier in dem Spiel so. Ja, okay, in dem Fall kann das wohl passen. Ja, du kannst ja... Ist der Bob noch da? Ruf den mal hier. Du kannst einmal gratis rufen, spawnen. Ich will das jetzt mal sehen. Ach shit, wir sind ja nicht so stark, ne? Warte. Ja, egal, sterben wir ein paar Mal, macht nichts. So. Wir haben auch nicht viel Leben. Ach guck mal, der ist auch neu. Siehst du, der hat ein Holzschwert. Musst auch ein bisschen draufkloppen, junger Paramount-Schüler hier. Nicht du, ich meine der andere Typ. Also normalerweise, also ich weiß nicht, warum der Server hier so ist, dass wir so wenige den König hier machen. Normalerweise wird er durchgehend gespawnt. Also der ist wirklich durchgehend. Du kannst da drauf kloppen. So. Immer noch. Ich habe 485 Münzen gekriegt. Ey, ich krieg keine Münzen. Krass, ey, woran liegt das? Liegt das daran, weil ich dieses VIP gekauft habe, kriegt man normalerweise kein Geld vom Boss? Sollen wir da rein? Mit in den Dungeon? Ich gehe in den Dungeon. Nein? Doch. Ja, dann gehe ich hier Party. Mach ja. Hab ich gemacht. Gut. Was? Jetzt kannst du zum Dungeon gehen. Wo ist die? Wo ist der Dungeon? Warte mal. Da lang? Wo lang? Wo bist du denn jetzt? Ich bin hier. Ich warte auf dich. Ich sehe dich schon. Hä? Ist schon wieder rausgeschmissen. Du siehst mich? Hey, alles gut. Hier. Komm. Und jetzt? Warte mal, bin ich da nicht mehr? Hä, nee. Party. Leaf Party. Jetzt bist du nämlich nicht mehr drin. Jetzt geh ich mal selbst raus. Leck mich! Alter! Sag mal nicht, Entschuldigung. Bist du noch da? Ich bin auch da. Pass auf, komm her, ich lade dich jetzt ein. Das hat keinen Sinn hier mit seinen rein und raus. So, Party. Ich lade dich ein. Lad mal jeden ein, so. Genau, wir laden jetzt einfach mal alle Leute hier ein, die Bock haben. Die scheinen alle sehr glücklich zu sein. Du, ganz ehrlich, das ist aber doch schon ganz schön spawnen. Spawnen. Ach, lässt sie ja Typ da. Siehste. Der will auch mitkommen. Lass allein! Wenn ich eine Party mache, dann soll es eine ordentliche Party werden hier. So. Wann geht's los? Perfekt. So, alles rappelvoll, die ganze Party, es geht ab. Jetzt mache ich hier die Tür offen für uns. Ja. Komisch, ich bin auch der Leader. Kannst du das machen? Nö. Mika? Ja. Kann es sein, dass wir zu low sind? Aber hier steht doch nirgends sowas davon, dass man ein bestimmtes Level braucht. Also ich sag's mal so, als ich am Anfang stand, da gab's leider das hier noch nicht. Okay, dann leften wir auch mal kurz die Party nochmal. Wie geht das denn hier jetzt raus? Hä? Wie komme ich denn wieder raus hier? So. Ich versuche es mal hier, wenn ich alleine bin, einzuklicken. Nein, es geht nicht. Leider steht hier auch nichts darüber. Ich weiß es leider nicht. Puh, ja, es sieht eigentlich gerade ganz schlecht aus. Und handeln kann man auch noch nicht. Ja. Ach, dafür muss man ja auch dieses Level hochtreiben, das Kaufen, Verkaufen. Sieht 30k für uns aus, eigentlich. Ich kriege auch 0 Münzen, also ich mache was kaputt, aber ich kriege kein Geld.
Ja. Ich nehme das nächste Mal. Ja, den nehme ich an. Milder. Angenommen. Ich nehme einfach milder an. Das muss ich einfach ein bisschen leveln hier, bis ich das ist ja so. Also theoretisch, ne? Gibt es ja eigentlich gerade gar nicht wirklich irgendetwas, womit wir wirklich richtig viel verdienen können. Es sei denn, wir treiben unsere Level hoch, ne? Also entweder wir kommen in dieses Dungeon rein. Wann hatte ich eigentlich das Zauberbuch gehabt? Ja, ich würde ja auch gern was verdienen, aber ich verdiene nichts. Du kriegst irgendwie nur das Geld. Ein bisschen unlogisch gerade. Ich hab gedacht, das Spiel ist logisch, Papa. Ja, das ist dann wahrscheinlich tatsächlich ein erkaufter Vorteil. Ich hatte bloß das VIP gemacht, weil das waren dann irgendwie 5, 6 Euro. Ich wollte es mal testen, weißt du? Mhm. Lass mal kurz nachdenken. Was kann ich die ganze Zeit machen? Geld versehen, wo ich noch nicht. Nein, warte mal, lass mich mal ganz kurz nachdenken. Jetzt hör doch mal auf, jetzt beruhige dich. Okay, das geht. Das ist natürlich nur die Frage, wo hatte ich denn dieses Zauberbuch her damals? Habe ich das gecraftet oder habe ich das einfach bekommen? Da können wir Geld verdienen. Und dann können wir noch am besten die Quests einmal machen. Am Anfang jetzt. Ich habe eine Möglichkeit, habe ich schon mal, wo wir Geld machen können. Also ich level mich hoch, bis ich... Also die ersten 4 bis 6 Millionen. Also ich level mich hoch, bis ich Dungeons machen darf. Bist du was? Bis ich Dungeons machen kann. Ich habe jetzt Level 4 gerade. Ich level mich jetzt hoch. Du meinst, du tötest die Schleimviecher, ja? Okay. Mach dadurch erstmal kurz Level, bis ich das machen kann. Also du kannst gerne mir erzählen, wie man noch Geld kriegt. Diese 6 Millionen. Also ich mache jetzt erstmal die Questreihe hier eben fix durch. Und dann gucke ich dann halt. Also pass auf, zwei Sachen, die man auf jeden Fall auf den Level machen kann. Auf der Pirateninsel diese kleinen Mini-Piraten kaputt machen, was du heute auch schon mal mehr gesehen hast mit den Schatzkarten. Schatzkarten, die Truhen selbst, die musst du eigentlich gar nicht öffnen, die, wo nur Schatztruhe steht, die kann man nämlich auch gut in den Shops verkaufen für 4 bis 6 Millionen. Dann gäbe es noch die Möglichkeit, aber dann muss man die Questreihe, glaube ich, machen, dass man halt sein Angeln höher macht, dass man angelt. Gerade am Anfang hatte ich echt Glück gehabt, ich hatte 2-3 Mal legendären Truhenfisch gekriegt, da kriegst du auch 2 bis 3 Millionen pro Fisch dann halt von den beiden halt. Und wenn du nicht in die Millionenbeträge reinkommst, dann hast du vielleicht mal Glück und findest ein Item. Beziehungsweise du kannst auch den normalen Fisch dann gut verkaufen in den Shops. Okay. Also theoretisch die ganzen Sachen, die kriegst du alle gut verkauft. So. Dann kannst du natürlich produzieren, logisch, aber da jetzt noch vernünftige Anlage aufbauen, würde es doch ein bisschen länger dauern. Haselnuss. Welche Tools soll ich denn upgraden? Das kann man ja ab Level 6 schon Dungeons machen. Ich weiß es wirklich nicht. Also das Ding ist, ich war schon... Boah, als Dungeons rauskam, war ich glaube ich auch komplett Level 65 oder so schon, weißt du? Mhm. Es ist mir also überhaupt nicht aufgefallen, dass man da irgendein Level für braucht. Da! Level 30 brauchst du dafür. Alter, krieg ich niemals zusammen. Nee.
Nee, das muss ja auch mal die Motivation sein eigentlich. Ne? Normal ist das kein schnell, 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 schnell durchspielen, sondern ein, man levelt Stück für Stück Farm, Handel, Combat und alles hoch und kommt immer weiter, weil mit jedem Level, also nicht mit jedem einzelnen Level natürlich, aber dadurch kommst du immer ein Stückchen weiter, kannst ein bisschen mehr craften, wirst in der Technologie weiter fortschreiten, wirst verschiedene Welten neu betreten können und so weiter und so fort. Ja. Aber am besten ist es, und das sage ich dir jetzt noch das allerletzte Mal, bevor du am Ende sagst, warum kannst du jetzt schon das und das machen und ich nicht? Ja, weil am Anfang die Questreihe zu machen, ist gar nicht so doof. Vorausgesetzt, man hat dann noch welche. Ich habe jetzt wieder neue bekommen, hier siehst du. Ja. Ich sehe halt meine Quest rein, ich Jetzt habe nicht ich 30 Steine. mein Würfel das nicht angezeigt, wo ich hingehen muss. Wenn du hier oben auf Explore drückst, wird das nicht angezeigt. Explore und dann hier auf Quests. Da kriegst du keine Quest angezeigt. Da hast du vier Quests, werden mir, sehe ich gleich auf einmal bei Ja, ich dir. bin aber angeschaut. Du sollst die Slime Queen schon töten? Du musst alle annehmen, bitte. Warte. Ich brauche eine Erklärung für dieses Spiel, weil ich das gar nicht verstehe. Nochmal annehmen, warte, darf ich gucken? Das ist dein Slime-König töten. Da kriegst du 200 Coins. Ja, ich mache nur an. Warte, bitte, bitte, Ich gucke bitte. doch. Mach ich das auch noch an. Ja, das kannst du einfach nebenher laufen lassen, das ist nicht wichtig. Das ist irgendwann mal zufällig abgeschlossen. Da hast du so viele Viecher, die töten musst, das ist genau dasselbe. Aber das geht jetzt erstmal alles Richtung Schleim Island, hast du. Was wird mich irgendwie wundern, weil das habe ich nicht. Komm, guck, hier wird mir nichts angezeigt. Ich Nein, kann ich nicht habe dir auch mehr. gerade gesagt, wo die Quests hingehen. Das ist nicht wie bei vielen anderen Spielen. Wie heißt das eine Spiel nochmal, wo das erste Mal, weil sie das erste Mal gesehen haben? Fable, genau, Fable. Wo du den Glitzer auf dem Boden hast und du dem Weg folgen kannst, das hast du ja nicht. Es sei denn natürlich die Hauptquest, so wie ich es gerade hatte. Oder wichtige Quests, da werden ja die Leute, die du anquetschen musst oder was du töten musst oder aufsammeln musst, wird ja dann schon mal markiert. Aber nicht immer und nicht durchgehend. Und unwichtige Nebenher-Sachen sowieso nicht. Okay? Wo kannst du eigentlich fahren? Wie meinst du das? Wo ist diese Farm da, wo du bist? Hä, du bist doch dran vorbeigelaufen, mein Ey, Schleim. grüne Bank, da klaue ich erstmal. Nee, das ist deine eigene Bank. Was soll das? Wie, wo? Hä? Wie, wo was? Was meinst du? Wo ist die Mine? Ach, da ist die Mine! Dieses große kleine Fußteil ist die Mine. Hä? Das ist ziemlich klein. Da kann ich Das auch ist nochmal hin. eine Mine. Es gibt eigentlich mehrere. Es gibt noch so ein. Ja, was ist da? So ein Loch da bei Buffy. Dann gibt es noch die So, Diamantenmine. dann level ich jetzt auf Level 30 hier. Was willst du auf Level 30 leveln? Mein Level, weil ich unbedingt die Teile machen und Geld verdienen will. Also. Guck, jetzt zum Beispiel könnte ich das Steintotem kaufen. Das Steintotem, das schmeißt mir auf dem Fließband Steinklötze, die ich dann nie wieder fahren müsste, weil mehr als genug dabei rauskämen. Mach das doch. Ja, ich brauche ja dann ja auch trotzdem die anderen Teile, muss ich auch bauen können. Er sagt ja nur theoretisch. Ich kann doch keine Mine bauen. Also jetzt gerade würde es mir nur bringen, dass ich dass Steine aus dem Boden wachsen. Also es gibt ja immer die Möglichkeit, das so standardmäßig zu machen oder halt automatisch zu machen. Immer noch keine Münzen, noch null, krass. Ja, okay, das ist wirklich krass. Das hätte ich nicht gedacht. Nur leider können wir nicht traden. Ich würde dir auch was geben. Ich weiß auch nicht, ob ich auch was in die Kiste legen kann irgendwo und du kannst das auch nehmen oder sowas. Ja. Können wir noch irgendwas nebenher machen, kämpfen, irgendwas Interessantes? Also für dich ist das, glaube ich, wirklich kein Spiel. Irgendwie kämpfen? Vielleicht? Wir können ja, keine Ahnung. Eigentlich spielt man das Stück für Stück. Du wirst komplett mitten rein sofort. Und das mit Low Level. Ich weiß nicht, das ist irgendwie. Was muss ich denn jetzt für ein Quest machen, theoretisch? Du kannst doch diese Schleimdinger da alle die ganze Zeit töten. Oh, genau.
So, mir sagt er zum Beispiel, ich soll mit dem Mina Jade hier sprechen. Da war ich doch schon. Ich mach eben allein die Piraten. Ja, Piraten, das ist nicht die schlechteste Idee. Aber da wäre es gut, wenn man was. Was soll ich denn hier machen jetzt? Da bringt mich echt durcheinander ein bisschen. Da wäre es gut, wenn man irgendwie ein Fernkampfwaffen-Dingen hätte, weißt du? Kann ich dann auch nicht hier rein? Ja, geh du einfach mal. Genau. Geh einfach mal hin. Ich sehe schon, das wird. Okay, jetzt war schon über 40 Minuten. Zeit, die rennt aber immer so extrem, Leute. Also vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Und ciao. Ciao.